Herzlich willkommen zu der Brewery Review zu der Korea, Gefangen im Kartell und einmal 24 Hours to Live. Ja, die beiden erscheinen jetzt hier im Heimkino und Dankeschön nochmal für die Bereitstellung von Escort Elite und Universum Film. Dankeschön und ja, viel Spaß dabei, wie diese Filme sind. Würde mal sagen, fangen wir an mit den Kurier. Der Kurier, sieht ihr ja, ist mit Daniel Radcliffe. Der hat ja sich vor kurzem mit neuen Sachen natürlich sogar im Fokus gesetzt. Er hat gezeigt, dass er mal ein anderer Charakterschauspieler ist als wie Harry Potter und dass er auch mal was zeigen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Film hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, weil das Problem ist bei diesem Film, der heißt ja eigentlich der Kurier gefangen in den Fängen des Kartells. War wieder so ein blöder deutscher Titel. Und das ist natürlich von den Produzenten von The Mechanic. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Film, der eher eine Einbahnshow ist. Was bei The Passengers aufgeht, was zum Beispiel bei Gravity nicht mein Fall, mein Freund vom Film war, geht hier auch leider nicht so auf. Man sieht eine Stunde lang, wie er in der Cessna, ich sage euch jetzt nicht den Inhalt, weil dann würde ich nämlich mega spoilern, weil das alles in Inhalt vorkommt, kommt in diesem Film vor. Und er fliegt halt nur in dieser Cessna drin rum und es kommt irgendwann mal zum... Ja, es ist halt ja auch ein Thriller, ein Action-Thriller, ja nicht, es ist ja ein Thriller, der sich um Drogen natürlich handelt, das Kartell ist ja Drogen, und er ist ein Kurier. Das ist ja natürlich auch sinnbildlich. Also ihr merkt schon, die Story ist nicht so richtig ausgemerzt und das merkst du auch im Time, also in der Laufzeit. Das wirkt irgendwann so ein bisschen, oh, was passiert denn mal und wann kommt das denn? Das Tempo ist so langsam. Dann siehst du, wie gesagt, immer nur die ganze Zeit, wie es dann halt bimmelt in diesem Flugzeug. Es ist einfach ein bisschen öde, muss ich ganz ehrlich sagen. Regisseur ist ja Jasper Gunsland, kenne ich jetzt auch gar nicht so. Ich wüsste jetzt nicht, welche Werke er gemacht hat, aber ich habe es auch gar nicht mehr rausgesucht. Aber ich merke schon, da ist noch Luft nach oben. Der könnte auf jeden Fall noch ein bisschen besser seine Sachen machen. Teilweise waren da keine schlechten Sachen drin. Der beste Part ist eigentlich hier wirklich Daniel Radcliffe. Ja, und ansonsten ist der Twist irgendwann raus. Man ahnt das schon die ganze Zeit. Es gibt einen kleinen Twist in diesem Film. Dann gibt es auch ein paar Action-Szenen. Aber das war es auch dann gewesen. Also der Film ist wirklich, ja, eigentlich nicht zu empfehlen. Wenn ich das mal jetzt so sagen würde. Es ist ein, ja... Leider eine totale Enttäuschung. Ne? Und wenn ich den jetzt bewerten würde, dann würde ich dem wirklich eine knallharte 3 von 10 nur geben, weil mich hat er wirklich sehr enttäuscht, weil ich diesen Titel gelesen habe und gedacht, okay, da geht's ein bisschen ab. Da wird's ausgeklügelt, das ist ein guter Thriller, aber leider war das nicht so der Fall gewesen. Deswegen gibt's nur eine 3 von 10. Aber könnt ihr natürlich auch gerne kaufen, wenn ihr euch das anderes Urteil bilden wollt. Der andere Film ist aber 24 Hours to Live von Brian, der hat ganz komischen Namen, Smrizzo, keine Ahnung, Regie geführt und ist schon ein bisschen bekannteres Blatt im Action-Stunt-Bereich und hat auch andere Filme, hier steht es ja auch drauf, hier hinten irgendwo, hatte ich das irgendwie gelesen da, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall da schon ein bekannteres Gesicht und der hat dem Film aber auch wirklich knallharte Szenen beigefügt. Der Film fängt langsam an und baut sich langsam auf und so weiter. Ethan Hawke ist eigentlich ja so gesehen im Ruhestand. Und dann geht es halt, wie es immer so ist, dann irgendwie so ein Action-Thriller. Es geht knallhart auf, ne, Schlag auf Schlag. Wobei der Film sich so ein bisschen an andere Filme wie In Time und was habe ich noch gehabt, irgendwie in so ein bisschen Crank-mäßig sich aufbaut. Ist nicht schlecht, ist auch nichts was Neues, aber trotzdem muss man sagen, das haben sie ganz gut gemacht. Und natürlich Ethan Hawke ist natürlich auch eine Nummer für sich, der macht das auch wieder ganz gut, solide hier in diesem Film. Also die Action-Szenen, die Laufzeit ist ganz knackig. Irgendwann wurde es zum Schluss ein bisschen langweiliger, aber ansonsten im Ganzen ist das ein reiner, guter Action-Thriller, der einen kleinen, ja, Twist hat, sag ich mal. Aber sonst kann man da nicht viel meckern, ist nur so teilweise, ja... Ist jetzt nicht, wie gesagt, was ganz Neues. Und aber trotzdem so die Action-Choreografie und so weiter. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Trotzdem fehlte mir noch ein bisschen irgendwie was bei diesem Film. Und ich habe schon Ethan Hawke auch schon in besseren Szenen gesehen. Aber wenn es dann, wie gesagt, hart auf hart kommt und so die Geschichte erzählt wird von ihm, so die Hintergrund-Story, so ein bisschen der Charakter, das ist schon nicht schlecht. Und es ist halt teilweise halt, wie gesagt, nichts Neues. So, das würde ich jetzt so sagen, wenn ich ihn bewerten würde, dann wäre es so eine 7,5 von 10, weil den kann man sich wirklich mal angucken am Sonntag oder am Samstag oder am Montag. Guckt euch einfach den gerne an, bei Universum Film ist er erschienen. Und dann, ne, das wäre das jetzt auch gewesen. Die beiden Filme sind erschienen, einmal 24 Hours to Live und der Kurier.
Ja, habt ihr die schon vielleicht gesehen? Vielleicht auch vorher auf digital oder keine Ahnung. Oder seht ihr die dann später an? Ja, schreibt das mal in die Kommentare rein. Und wenn nicht, der Link ist natürlich mal hier drin. Ne? Könnt ihr da gerne kaufen, wenn ihr das wollt. Ein bisschen Support bringt mir immer was. Nein, aber wie gesagt, der andere Film ist gut, der andere ist eher Flop. Aber trotzdem, Leute, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Wenn nicht, ein Dislike. Ein Abo wäre auch nicht schlecht mit der Glocke. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und schauen. Bäh.